Mist. Ja. Ich musste hier irgendwie raus. Oh Stucky konnte jede Sekunde mit seiner Axt vor der Tür stehen, wie Jack Nicholson in The Shining. Ach, guck an. Taschenlampe und eine Waffe. Nehmen wir doch noch die paar Batterien auch noch mit. Während ihres Aufenthalts. Revolvermunition. Empfehle ich Ihnen Nordic Walking. Das ist der neueste Trend. Die gesundheitsfördernde Wirkung ist bewiesen. Sie schlagen also zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie besichtigen die Sehenswürdigkeiten. Okay. Und tun gleichzeitig etwas für ihre Cholesterinwerte. Ich wollte die Tür nicht öffnen, solange draußen womöglich eine Axt auf mich wartete. Okay. Ach so, ja, genau, ich habe ja ein Telefon gesucht. Ja. Polizeiwache Bright Falls, wie kann... Hallo? Hallo? Oh, nicht gut. Oh nein. Zieht ja einfach das Haus mal weg. Außerhalb eines Schießplatzes hatte ich noch nie geschossen. Und jetzt hatte ich jemanden getötet. Oder etwas. Es gab keine Leichen. Sie waren einfach weg. Wenn es ein Traum war, war er schmerzhaft real. Ja, das ist eben die Frage. Ist das ein Traum? Oder ist es real? Hier komme ich, glaube ich, nicht durch. Das würde wehtun. Aber vielleicht kann ich ja hier... Der dunkle Wald war der letzte Ort, an dem ich sein wollte. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste zur Tankstelle. Was ist das hier eigentlich? Das Licht meiner Taschenlampe enthüllte schaurige Graffitis. Jemand hatte in ihrer Nähe eine Kiste versteckt. Leuchtpistole, okay. Das ist gut. Angus stört mich aber nicht. Was knuspert denn der Markus dazwischendurch? Das ist, Cashew Peanut Mix. Honig und Salz. Gibt's heute mal hier. Nervennahrung. Dann gehe ich mal hier rüber.
Revolver-Munition ist immer gut. Tun wir gleich mal wieder nachladen. Nun muss ich, glaube ich, hier runter. Haben wir hier noch was? Da hängt noch was. Das nehmen wir noch mit. Mit das stört mich nicht. Weißt du, was ich meinte, oder? Nun läuft der Stream glatt. Stört mich aber nicht. Das Silber über dem Display. Ja, dass das Silber über dem Display weggekratzt ist, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen hier weiter runter. Oder, nee. Nee, Moment. Jetzt verlaufe ich mich wieder. Da müssen wir weiter runter. Da. Genau. Oh. Oh. Was zum Teufel war das? Das war doch die Frau aus dem Diner. Das war definitiv die Frau aus dem Diner. Das ist so irgendwie die böse Großmutter oder Stiefmutter, würde ich sagen. Also hat ein bisschen was von Malefiz. Also die hängt da auf jeden Fall mit drin. Die hat uns ja auch den Schlüssel zum Haus am See gegeben. Als ich unten den Fluss sah, machte irgendetwas in meinem Kopf Klick. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren musste. Ich wollte das Wasser nicht einmal ansehen. Gehen wir doch mal hier. Ach so, beim S4 der Alurahmen. Ja, der ist bei mir, glaube ich, auch schon so ziemlich weiß. Aber sonst funktioniert halt noch alles. Na, und mir ist das doch egal, ob der weiß oder silber ist. Das juckt mich auch nicht. Hauptsache, man kann telefonieren. Ja, und natürlich WhatsAppen, ins Internet gehen. Solche Spielereien müssen natürlich alle funktionieren. So, ich glaube, hier liegt noch mal eine Seite, genau. Die nehmen wir mit.
Wo? Ich höre ihn. Ich sehe ihn aber noch nicht. Stucky war immer noch dort draußen, in der Dunkelheit. Er verfolgte mich. Stucky, war das nicht der Typ, der mir ursprünglich den Schlüssel geben sollte? Batterien und Revolvermunition, da habe ich das Limit schon erreicht. Puh. Okay, dann gehen wir mal weiter. Oh. Wow. Die werfen ja mit Äxten. Das ist aber nicht sehr höflich hier. Muss ich da hochhüpfen vielleicht? Okay. Da haben wir wieder diese Zeichen. Okay, das heißt, wahrscheinlich die Leiter hier hoch. Oder auch nicht. Oder doch? Hier vielleicht? Besessene, Besessene. Besessene. Okay. Klettern wir da wieder runter. Und genau. Verlaufe mich hier, glaube ich, wieder. Nein. Doch nicht. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Ja, vorher hatte die doch auch so wunderbar. Wo ist das Licht? Das Licht hat die Treppe ja auch wieder ganz gemacht. Das kann das doch jetzt hier auch mal machen. Alles voll.